Hatte ich den Typen mal irgendwo befreit, der in einem Keller verschlossen war? War es nicht die Stadt? Bin mir nicht mal sicher. So. Wir haben eigentlich Geld. Ein kleines Hinweisschild weist darauf hin, dass diese Kiste verschwindbestimmt ist, die den Soldaten und an der Freundin der Chlorikon geschickt werden. Wir haben ja 2 Millionen, weil jetzt so ganz ehrlich, was wollen wir noch mehr? Warte mal, haben wir auch 2 Millionen? Ja, okay, wir haben noch 2 Millionen. Hätten wir nur 2 Millionen gehabt, hätte ich geklaut. Aber dann legen wir es halt rein. Hä? Wartet mal, ich muss mal die Quest kurz auswählen. Was soll ich dachte, was passiert jetzt? Kann ich hier irgendwo schlafen? Kann ich mich irgendwo hinhacken oder so? Kann man hier nicht Bubu machen? Hey, hier gibt's keine Betten, was geht? Ich könnte jetzt natürlich jetzt auch klauen, aber... Was passiert dann? Ich habe gespeichert. Okay, wir laden wieder kurz. Hihi. Schnellspeicherung. Ja. Geht ja schnell. So. Ja, das war hier. Bannen. Okay, ist egal. Was muss ich da jetzt machen? Weggehen. Check ihn nicht. Muss ich warten, bis es Nacht ist? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Kann man nicht irgendwie warten oder so rumstehen? Wie in Skyrim? Einfach so 10 Stunden. Ihr wart es. Was denn? Ich habe gar nichts geklaut, du Frikadelle. Ich habe sogar was reingelegt, blöde Kuh. Was denn? Oh, ich weiß, dass ihr diejenige seid, die diese Gefahr befreit hat. Ja, diese Gefahr. Er kam zu mir und hat mich verflucht. Cool. Ich habe meine Macht verloren. Aha. Ich kann die Bewohner meines Dorfes nicht länger heilen oder beschützen. Und dann das, was er Neil dem Weißen angetan hat. Der arme Mann. Er ist jetzt dort unten im Gewölbe und kriecht herum wie ein geistloses Tier. Weißer Neil? Dieser Feier hat meine Macht gestohlen. Aber was er Neil angetan hat, welches Unheil ihr über uns gebracht habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ich die Spenden mit euch teile, werdet ihr dann schweigen? Die war's! Mögen eure Reisen rasch verlaufen, aus Galafor hinaus. Ich speichere mal kurz. Ich will schlafen. Warum kann ich denn nicht schlafen? Ach Mann. Was soll ich denn tun? Warten oder was? Kniet halt hin, obwohl dann. Na, du bist auch blöd. Naja, egal. Wir haben ja mitten am Tag, ne? Oder? Nee, wobei. Ich sehe Sterne. Ach, was weiß ich. Achso, ich kann da nicht runterspringen. Ah, da kann ich runterspringen. Perfekt. Das zerstört mich ein bisschen, dass ich einfach runterspringen kann. Ich komme mir das so benachteiligt vor. Achso, warte, außerdem mal so und Günther holen. So, perfekt. Dann können wir kurz hier lang quatschen. La 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 la. Geh weg. Geh weg. Ich muss kurz was erledigen hier. Ah, das ist ein Steinchen. Hatte ich den nicht schon? Ich glaube nicht, dass ich ihn übersehen habe. 500 Sommer.
Herbste, Winter und Frühlinge blühten die Blüten meines dürren Baums. Komische Aufgabe. Da unten haben wir noch irgendwas. Was auch noch irgendwas? Dieser Türe jagen. Ach so, das war das. Wir gehen mal kurz dahin zu der Tante da. Dann können wir was anderes auch mal wieder beschaffen. Wo waren die? Die waren wir nicht auch schon, ne? An vielen verschiedenen Orten schon. Lauf mal da lang. Ein Fluss drüber und dann irgendwo lang. Da unten haben wir sie ja schon. Ihn oder sie oder ist, was weiß ich, wer das ist. Ah, hallo. Warum bist du jetzt erst da? Was soll ich machen? Ich muss gehen. Aber ich kann nicht. Und ich kann nicht zurück nach Dolph Arne. Aber ich muss. Wer bist du? Ich bin der rechtmäßige Erbe von Dolph Arne. Zumindest war ich das. Ich habe die letzten Jahre im schönen alten Rat hier verbracht und so getan, als würde sich nichts ändern. Das war meine Heimat, bevor ich sie der Alpha-Armee überschrieben habe und mit den Taschen voller Gold nach Rathi. Oh Gott, 10 Jahre lang haben die Toata es nicht berührt. Das ist allgemein bekannt. Für mich waren es 10 Jahre in einem kalten Gefängnis aus Stein. Naja. Der Krieg, meine Teuerste, der Krieg. Ich wurde einberufen. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Nur wäre ich weitaus begieriger auf Abenteuer, wenn ich meine Familienwaffen bei mir hätte. Sie sind dort, in Dolph Arne. Familienwaffen? Ein Stab und ein Talisman, was jede Arne mit Selbstachtung seit Urzeiten im Kampf getragen hat. Hätte ich sie nicht in dem verfluchten Turm gelassen, würde ich sie jetzt tragen. Warum ist er verflucht? Ach nö, wieso könnte sie mich besorgen? Ich sollte gar nicht hier sein. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ach so. Ich muss, nun ja, ich will meine Familienwaffen holen und verschwinden, bevor jemand merkt, dass ich hier war. Nur, wie? Ja, ich hol sie euch. Ihr meint es wirklich ernst, was? Ja. Nun, mit etwas Glück sind der alte Stab und der Talisman unversehrt, obschon ich das bezweifle. Ich würde viel dafür geben, zu wissen, ob sie noch dort sind. Allerdings ist Dolph Arne heute ein Armeestützpunkt. Um eingelassen zu werden, braucht ihr einen Offizierspass. Wo gehe ich denn her? Nun, ihr müsst nach Dolph Arne. Dafür braucht ihr einen Offizierspass. Ja. Ihr könntet einen stehlen, borgen. Oder eine Fälschung besorgen, vielleicht im Mondlager. Schöne Aussicht. Na gut. Beeilt euch, wenn ihr könnt. Sie könnten mich jeden Moment finden. Ja, schön für dich. Ich bin doch tagsüber, verdammt. Okay, dann machen wir das anders. Eine Flasche. Töten. Machen wir jetzt mal das hier. Ach, das ist hier gleich in der Nähe. Ist ja perfekt. Ist ja ausgezeichnet. So, müssen wir erstmal da. Was heißt, außerdem, wir können uns auch durchschnetzeln irgendwann mal. Dann legen wir halt alles um, aber ist egal. Warte mal, hier waren wir doch. Ach, scheiße. Bürgerin. Ach, verdammt. Studenten der Magie. Meister der Zauberertruppen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo noch eine Schmiede finden, Sachverwerten. War ja noch hinfällig, ne? So, jetzt müssen wir da runter. Müssen wir gucken, was wir da jetzt kriegen. Hallo. Platz da, Bürgerin. Halt die Fresse, ich schlacht dich ab. Wer bist du? Shorsha Pinion? Vor euch liegt die Schulia Arcana. Auf unserem Gelände ist jedermann willkommen. Obschon wir euch bitten, die Studenten nicht zu stören. Ach, du kannst nichts. Okay, ist egal, bist uninteressant. Ich dachte jetzt, sie hätte irgendwelche Fähigkeiten, besondere Begabung oder sowas, aber... So, ach Gott, sag mal, wie viele Ladescreens müssen wir noch durch? Wo ist denn das blöde Ding, was wir da brauchen? Hallo. Tschüss. Ja, noch eine Aufgabe. Was will denn der jetzt? Seid ihr wegen der Beurteilung hier?
Ich habe die schriftlichen Kopien bereits bearbeitet. Die Prüfung muss also mündlich erfolgen. Was? Wer bist du? Ich leite die Bibliothek des Kapitels Rathier. Viele beschreiten den Pfad des Wissens, doch ich sorge dafür, dass sie es auf geordnete Weise tun. Aha, und Rathier-Kapitel, was ist das? Das Kapitel von Rathier besitzt eine der wertvollsten Sammlungen von Manuskripten in den Erratel-Ebenen. Ich garantiere es. Ah, okay. Entschuldigung, Arkane, brauchen wir das, glaube ich, irgendwo schon mal gehört. Und was ist die Beurteilung? Mitglieder aller Ränge müssen ungeachtet ihrer Fähigkeiten stets den Wert von Forschung und Beobachtung zu schätzen wissen. Ich weiß, dass ihr noch kein Mitglied unseres Ordens seid. Betrachtet das daher als Vorprüfung. Nehmt dieses Buch, lest es und begreift, was es bedeutet, eine Magierin der Scholia Arcana zu sein. Hm? Der Omnibus Arcana ist ein Grundpfeiler der Ausbildung in unserer Institution. Ja. Alle Schüler erhalten im ersten Jahr eine Ausgabe zum Studium. Ah, cool. Die Lektionen beinhalten eine Einführung in die Unbill der magischen Ausbildung sowie die Betonung der Notwendigkeit, sich ihr völlig zu widmen. Das Buch ist für jeden Leser anders, aber das Grundwissen vermittelt jedes von ihnen. Gut, also her damit. Das ist der Omnibus Arcana, ein magischer Text, der das gesamte Wissen unseres Ordens enthält. Er verfügt über eine gewisse Form von Intelligenz, folgt seinen Anweisungen, so wie ihr meinen folgen würdet. Wohin soll ich gehen? Die Prüfung beginnt im Hof. Von dort an seid ihr auf euch allein gestellt. Ja, okay, gut. Was? Tschüss. Was? Oh, gewiss. Warte mal, jetzt müssen wir da. Warte mal, hier waren wir aber auch schon drin. War hier nicht irgendwas? Oh, ich glaube. Bannen. Ah, mit dem Dietrich? Jetzt reicht's aber. So, speichern kurz. Wer ist der Opa? Das Kapitel Üser beschäftigt sich mehr damit, die Magie der Feind zu erforschen. Das Kapitel Rathier ist das wahre Herz der Scholier. Ich hab gedacht, der schläft. Der hängt irgendwie komisch dran. Gegenstände, abgenutzter Reif, Blutstein, ein komische Freimann-Amulett, einen Käfigschluss haben wir geklaut. Wo ist denn das komische Buch? Gibt's nicht. Ja, okay, gut, von mir aus. Gut, dann nicht. Dann gehen wir raus in den Hof, wird wahrscheinlich gleich in die Quest reingeworfen. Einen schönen Tag noch. Okay, bis dann. Da komme ich nicht drüber. Okay, really? Sollen wir die gleich machen, wenn wir schon hier sind? Hallo. Tschüss. Text befragen. Text befragen? Wo waren das? Oh, irgendwas hieß es, ne? Ist es lang? Okay, sogar. Lektion 1. Eleonora Brea war eine der Gründerinnen unseres Ordens. Zauberin Brea wurde vor etwa 800 Jahren in ein Leben der Sklaverei geboren. Sie war blind und ein Lyosalfar weit von Clan Sutain entfernt. Sie litt unter der Herrschaft der Diktatorin Chiara Sidanus. Doch genau wie ihr besaß ist sie ein natürliches Talent für die Magie. Eleonora Brea nutzte dieses Talent nicht nur, um die Sklaverei zu entkommen, sondern letztlich auch, um Erathel von Sidanus Herrschaft zu befreien. Dies gelangt ihr durch Disziplin, durch die bedingungslose Entschlossenheit, die Wege des Arkans zu lernen. Eleonora Brea stellt für unsere Schüler die Hoffnung dar. Die erste Lektion, die ihr von Eleanor lernen werdet, ist eine Lektion für jedes Mitglied unseres Ordens. Eleanor Brea war nur eine der Gründerinnen. Da sie die einzige war, die mit der Gabe der Magie gesegnet war, halten einige sie für die wahre und einzige Gründerin der Scholia Arcana.
Doch ohne ihre Verbündeten wäre sie nie erfolgreich gewesen. Die anderen Statuen im Hof zeigen die anderen beiden Gründer der Sholia Arcana. Merkt sie euch gut, denn wenn es eure Bestimmung ist, eben solche Größe wie Zauberin Bea höchst selbst zu werden, werdet ihr zweifellos die Hilfe anderer benötigen. Die zweite Lektion, die von Eleanor Bea gelernt werden kann, liegt im Herz des magischen Studiums. Eleanor Brea war eine der ersten Zauberinnen, die den Gebrauch der Elemente in ihrem Zauberwirken standardisierte. Vor ihr war die Magie eine geheimnisvolle und unvollendete Kunst. Selbst der alte Orden der Asche, einer der ältesten Gesellschaften von Zauberwirkern, ist ganz Amalur, war so wild und unkontrolliert, wie wir heute geordnet und präzise sind. Eleanor Brea zeigt uns einen besseren Weg. Sie verband diese elementaren Energien zu einer einzelnen Rubrik. Die drei Elemente Feuer, Frost und Blitz wurden kategorisiert und die Kunst der Beschwörung endlich realisiert. Ohne ihre Weitsicht wären wir heute nicht in der Lage, die Magie so zu nutzen, wie wir es tun. Die dritte und letzte Lektion, die es von Eleanor zu lernen gibt, ist die der Disziplin. Eleanor Brea war keine Thronräuberin. Sie wurde nicht innerhalb eines Tages zu einer der mächtigsten Zauberinnen in den Feinländern. Es geschah nicht zufällig, sondern durch Jahr über Jahr über Jahr der intensiven Übung. Wenn es euer Wunsch ist, ähnlich mächtig zu werden, müsst ihr euch genau wie sie dem Lernen hingeben. Ihr müsst jeden Tag mehrere Stunden lesen, ihr müsst gefährliche und oft furchterregende Erfahrungen machen, eure Geduld werden geprüft wie kein anderes Hindernis es mag. Und solltet ihr diese Disziplin besitzen, werdet ihr unzweifelhaft ebenso mächtig werden wie Eleanor Brea selbst. Die meisten Bewerber in der Sholia Arcana können sich ihrem Potenzial nicht stellen. Die es können, erreichen es höchst selten. Bis heute ist es niemandem gelungen, ihr Potenzial zu übertreffen. Doch mit euch könnte sich das ändern. Für den nächsten Teil dieser Lektion müsst ihr zur Rathierbrücke gehen. Seht dort und sinniert über der Brücke. Gott, war das viel Text. Okay, man lese es doch nicht mehr. Holy crap. Müssen wir uns mal da weg. Mal gucken, wenn es in der Nähe ist, machen wir es auch. Wir lesen den Text nochmal. Das ist viel zu viel. Okay, wir müssen jetzt eh wieder mal da runter. Eigentlich wollte ich Assassin's Creed Origins aufnehmen, aber könnt ihr vergessen, wir haben wieder die Frame Drops sonst am Start. Ubisoft kann nicht programmieren, nicht ordentlich portieren. Was tun sie denn nur mit ihrer Zeit? Ja, das war irgendwie mal. Halt die Schnauze, nein, ich will nichts kaufen, Kusch weg, nein, deine Mutter. Ach, guck mal. Ah, guck mal, da müssen wir eh hin. Perfekt. Bla 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 bla. Ein Gebet von Red Robin. Wollen wir nicht spenden? Leeres Buch lesen. Gegenstände. Miau. Lektion 2. Ja, schön. Geh weg. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. So. Raus hier. Dolph Arne betreten. Warte mal, das ist gleich in der Nähe. Da will ich kurz hinwackeln. Tschüss, Hundi. Alles, was du für ein Tier bist. Ich muss noch kurz da hingehen. Hat er gemeint, wir könnten noch was klauen? Ne? Nach Mel Aglia gehen. Ja, was denn noch? Gott. Dolph Arne, hallo. Warte mal. Ich habe gespeichert, ne? Das hier ist Dolph Arne. Ja. Seid ihr Offizierin? Habt ihr einen Offizierspass? Kein Pass, kein Zugang. Da. Wer bist du? Da widerspreche ich einmal meinem Hauptmann nur ein einziges Mal. Und was bekomme ich dafür? 3 Monate Wachdienst. Tag und Nacht. Ah ja. Ganz genau, Zutritt nur für Offiziere. Wenn ihr einen Pass habt, zeigt ihn vor. Das klappt sogar hoffentlich. Ihr habt in Rathier zu viel gezecht, was? Und dann seid ihr mit leeren Taschen aufgewacht.
Wenn ich ein Goldstück für jeden hätte, der mir diese Geschichte aufgetischt hat. Das kommt vor, besonders bei Kameraden wie euch, die frisch von der Front kommen. Tja, wir haben diesen Pass für Ehrengäste. Und haltet euch mit dem Trinken zurück. Wie kann ich jetzt rein? Baby. Alles klar, ihr dürft passieren. Gut, tschüss. Dann klauen wir kurz mal die Waffen. Leihen die uns aus. Kommt mir auch leicht bekannt vor hier. So, müssen wir erstmal da hoch und da rüber und da lang. Ist nicht aufgebaut wie das andere, ne? Von den Dingenskirchen. Okay, wenn wir die töten müssen, von mir aus. So, Thema erledigt. Ja, nimm die Handschuhe mit, ist egal. Ich weiß nicht, was die hier sollen, aber okay. Inventar voll, nein! Wobei, es waren eh nur weiße Dinger, ist egal. Jetzt dachte ich gerade, ich konnte mehr raus. Hihihihi, ich hätte geheult. Sagt ja, wir müssen Material loswerden. Apropos Waffen, primär, Plunder. Okay, jetzt sieht es aber schlecht aus. Ja, komm, Plunder. 85. Plunder. Ist noch was anderes? Oh ja, die können wir wegtun. Perfekt. Rest müssen wir nicht zerlegen. Plunder, alles zerstören. Ja. Wo kommt die jetzt her? Habt ihr einen Respawn-Fehler? Was war denn das gerade für ein Case? Was haben die Viecher nur? Sind gleich so schnell tot? Ach, da ist auch noch was. Stab. Ja, ja, da war eine Falle, schon gesehen. Guck mal, ich kann reinlaufen. Aua. Oh, das tut aber weh. Speichern mal kurz, was gibt's hier noch? Süß, ne? Einfach tot. Lol. So, machen wir jetzt Feuer. Au! Ach, da ist was auf dem Boden. Okay. Sehr schwer. Dietrich? Ja, wirklich sehr schwer. Auf den Sack gehen. Das war so nicht geplant. Sonst noch was? Irgendwer? Ne? Nicht? Gut. Da ist wieder eine Falle. Ich hab's gesehen. Lauf dran vorbei. Wieder eine sehr schwere Kiste. Die war wirklich sehr schwer. Doch. So ein Scheiß vor allem. Meine Fresse. Da ist ein Fehler. Da brennt das Ding einfach. Halt da lang. Wo fiel denn hin? Da waren die Rattis. Das wird aber süß einfach. Wir haben gerade wieder zum Tipp drücklaufen. Kann man das Ding geben und dann ist er auch happy. With all tours. Ist egal. Hi Jungs. Gott, würde ich die gerne abschlachten. Eines Tages sind wir so OP und dann frittieren wir alles nur noch. Ach, das wird so schön. Können wir uns eine Rüstung bauen, wo 200% Mana-Rack und so ein Scheiß drauf ist, ne? Und dann geht's voll ab. Auf den Tag freue ich mich. Ein heilloses Durcheinander. Ja, ja, Schnauze. Muss zurücklaufen.
Mann, der war doch hier irgendwo eigentlich, oder? Wo war der? Ja, da ist er doch. Ja, perfekt. Doch über die Brücke? Doch über die Brücke. Achso, wir sind jetzt mal auf und da. Ah, okay, ja, ja, kapiert, gekommen. Okay, ein bisschen andere Seite vom Laufweg her. Da ist sogar eine Kiste. Cool. Hallo. Ihr wart also in Dolph Arne? Ja. Ich hoffe, es war nicht allzu schwierig. Nö, nö. Habt ihr meine Waffen gefunden? Der Stab war doch nicht verfault, oder? Ja. Das ist er. Dieses alte Stück Holz ist unverwechselbar. Ich fühle mich schon viel mutiger, wenn ich ihn nur in der Hand halte. Und der Talisman, habt ihr ihn an seinem Platz gefunden? Ja, auch hier. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht, vor wie vielen Klingen und Pfeilen er meine Familie bewahrt hat. Ich werde mich sicherer damit fühlen, so viel steht fest. Hier, das ist für eure Mühen. Egal. Möge Lyria über uns beide wachen. Ja, ja, schon recht. So, ich brauche erstmal eine Schmiede. Was ist das? Gegenstand beschaffen, ja, ja. Weltkarte. Rekult, da ist nichts. Flüchtlingslager, nein. Heilung, Ausbildung, Schmiedekunst. Ja. Willkommen zurück. Hello, it's me you're looking for. Oh, das hin nervt. So. Wir müssen mal kurz gucken, was wir materialtechnisch haben, was wir verwerten können. Waffen, primär, ist egal. 37 und 59, königliches Scepter, bla bla bla. Warte mal, was haben wir hier eigentlich ausgerüstet? Der Dorn, 193, ey, das ist voll pervers. So, da können wir auf jeden Fall alles verwerten. Rüstung, 84, Single Schrott. Bringt nix. Das sind das. Robe des Orakels, 203. Mana, 20 Rüstung. Wir haben zwar weniger Rüstung, aber mehr Schaden bei Stäben und Zeptern. Volltrefferchance mit Magie, minus 15% Mana-Kosten. Wobei, ist alles so der Hit. Weiß der Robe. Vergleichen. Ah, cool, das Plus-Rüstung glaube ich halt nie vergessen. Schaut über, dass wir das eingesetzt sind. Das macht zu viel aus. Bringt nichts. Nein. Schild auch nicht. Okay, wir können alles zerlegen. Perfekt. Zerlegen. So. Waffen. Chakrams. 76. Einfaches Griffstück. Körperschaden. Volltrefferschance. Machen wir Volltrefferschancen rein. Volltrefferschuss, 107. Nee, bringt nichts. Jetzt glaube ich wieder Platz, ne? 66, ist nicht viel. Also es war's. Vergleichen. Ah, da haben wir das Ding drauf. Oh, das ist aber halt geil, ne? Feuerschaden, Blitzschaden, Eisschaden, 18.7, Chancen mit Betäubung. Ah, ziehen wir das halt an anstatt des. Was haben wir hier? Vergleichen. Lebenrack, Mana-Rack, Lebenrack, Blitz und Durchbohrungsschaden. Durchbohrungs. Ist haben angelegt. Ne, ist haben nicht angelegt. 23 Leben. Feuerschaden, oh, awesome, Eisschaden, Volltrefferchance. Ausrüsten, welchen schmeißen wir dafür weg? Den da, den lilanen. Den da, so. 60 Mana, Ring da irgendwas.
Siegelring. 5% Schaden und Schadensresistenz. Nö, das passt. Gut, dann gehen wir jetzt mal drei verkaufen. War da drin in dem Haus? Oder war nicht außerhalb die Tante? Ihr kommt mir bekannt vor. Nee, war im Gebäude. Aber da oben ist eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Lass uns noch kurz mal reingehen. Hingehen, reingehen, reingehen auch gleich.